Als Abgeordnete der AfD betreuen Sie für die AfD ja sehr zentrale Themen. Einmal nach Ihrer persönlichen Wahrnehmung nach den ersten Monaten im Landtag gefragt. Haben Sie sich die Arbeit so vorgestellt? Ganz ehrlich, ich dachte eigentlich, dass das Thema Soziales, welches ich ja auch im Ausschuss betreue, einen größeren Schwerpunkt hat. Man muss sagen, man hat ja eine sozialdemokratische Regierung mit Stefan Weil, dazu noch die Christdemokraten, die ja auch das Soziale auf ihre Fahnen gesteckt haben. Aber das Thema Soziales ist hier leider momentan noch untergeordnet. Es gibt keinerlei Gesetzesinitiativen von der Bund- und Landesregierung, die hier hingehen, das Thema Soziales vorantreiben wollen. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Da müssen wir selber aktiv werden. Gerade wenn es um die Kernthemen der AfD geht, wird es im Landtag ja oft ziemlich unruhig. So beispielsweise auch heute Morgen, Dana Gut hat zum Thema Frauenhäuser gesprochen und es ging dann, als es um einen Vergleich mit Flüchtlingen ging, sofort wieder ein riesengroßes Geschrei durch den Saal. Das Thema Frauenhäuser ist auch bei Ihnen im Sozialausschuss ein Thema. Die anderen Parteien haben signalisiert, dass sie die grundsätzliche Wichtigkeit des Themas anerkennen. Erwarten Sie inhaltliche Fortschritte im Ausschuss, wenn die weitere Behandlung kommt? Ich glaube persönlich, dass das Thema von der Landesregierung nicht weitergetragen wird. Alle Parteien haben gesagt, das Thema ist ihnen wichtig, aber sie wollen das nicht weiterentwickeln. Sie sagen, die Landkreise sind dafür zuständig und die sollen in ihrer Zuständigkeit hier aktiv werden. Es ist aber eine freiwillige Leistung der Landkreise. Und diese sind, wie man weiß, die finanzielle Situation in Landkreisen ist oft sehr angespannt. Daher sind das nur Landkreise, die auch diese Haushaltsüberschüsse haben. Diese können diese Frauenhäuser betreiben und da holt sich die Landesregierung außer Verantwortung. Wir werden dieses Thema weiter behandeln. Wir werden einen Gesetzentwurf auf einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus lancieren und hoffen, das auch durchzubekommen. Und da bin ich doch sehr optimistisch. Ja, sehr oft heißt es, der AfD geht es nicht um den Inhalt oder die Sache, sondern nur darum, gesellschaftliche Gruppen zu spalten. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass auch heute wieder dieser Schrei durch den Saal ging mit diesem Vorwurf. Wie kann man Ihrer Meinung nach dem Bürger aufzeigen, dass es der AfD tatsächlich um die Sache geht und eben nicht darum, gesellschaftliche Gruppen zu spalten? Dieses Gegeneinander ausspielen, das machen in Wirklichkeit die Altparteien. Wir sprechen nur die Problembereiche an. Und es gibt ein Problem einerseits im Bereich der UMAS, der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber, und es gibt ein Problembereich im Bereich der Frauenhäuser. Dana Gut hat heute Morgen beide erwähnt in einer Rede und das war völlig richtig. Wir müssen beide Themen bearbeiten und beides ist ein großes Problem und das werden die Bürger auch verstehen, dass wir hier alles ansprechen und uns keine Redeverbote hier einhandeln lassen von den Altparteien, sondern wir sprechen die Probleme offen an. Und heute haben Sie dann auch selber eine dringliche Anfrage gestellt. Das Thema war der Familiennachzug. Können Sie uns noch einmal kurz erläutern, worum es bei dieser Anfrage im Einzelnen ging und wie befriedigend Sie die Antworten der Landesregierung fanden? Die Frage der AfD-Fraktion war ganz einfach. Wir wollten wissen, wie viele Personen durch den Familiennachzug bisher gekommen sind und wie viele die Landesregierung erwartet, dass sie noch kommen in den nächsten Jahren. Die Antwort war sensationell schlecht. Die Landesregierung weiß es nicht. Die Landesregierung weiß nicht, wer gekommen ist. Die Landesregierung weiß nicht, wer noch kommt. Und das Schlimmste daran ist, die will es nicht mehr wissen. So kam es auf jeden Fall bei den Antworten von Herrn Pistorius wieder. Das ist ein absoluter Skandal gewesen, diese Behandlung der Landesregierung. Es war total undemokratisch, es war unparlamentarisch, aber wir werden danach haken. Vielen Dank, Herr Bothe. Bitte.